Tada! Ja, wieder eine Kollaboration und zwar diesmal von smwhacking.de. Ist eine schöne deutsche Seite, war ich auch ein paar Mal schon. Ich hab's von SMW Central jetzt und ich habe gesehen, dass die Kritiken zu diesem Hack doch nicht so gut sind, wie man es eigentlich erwarten würde beim Kollaborationshack. Naja, schauen wir mal. Ja, das Titelbild, das zeigt mir ja schon, dass ich hier richtig viel Spaß haben werde. Ja, oh, das ist aber nicht... Ne, das ist jetzt nicht im Spiel so, ne? Ja, weil es ist ja kein Kaizo-Hack, stand da. Naja, schauen wir mal an. Scheiß drauf. Okay, Level 1. Aha. Moin. Was ist denn das für eine geile Musik? Warte mal, woher kenne ich das? Ist irgend so ein Gameboy-Advance-Spiel, glaube ich. Yeah, die beiden sind down. Nee, Quatsch, also ich kannte das, weil es im Musikpool vom RPG Maker... Quatsch, das ist, Secret of Mana 2. Ja, also Seiken Densetsu 3. Secret of Mana 2. Das ist... Und ich habe so lange gebraucht. Oh, Leute, das ist aber auch eine Nummer hier, ne? Das ist schon schwierig. Aber weißt du was? Es ist ein bisschen problematisch, dass ich jetzt diesen Luigi-Hack gespielt habe. Ja, ich weiß, Luigi. Und dann werden ja alle Schwierigkeitsgrade an diesem Hack bemessen. Und da kann einfach kaum irgendwas schwieriger sein, was ein Non-Kaizo-Hack ist. Naja, die Mole Man hier, die sind immer doof. Aber wir schaffen es trotzdem irgendwie hier durch. Okay, das wird jetzt schon mal ein bisschen geiler hier. Yay. Gibt's hier einen Speedrun? Oh, eine halbe Schranke. Das ist eine halbe Schranke mitten in der Pampa. Und irgendwie riecht es in meiner Wohnung nach Gas. Ich sollte, glaube ich, mal aufpassen, dass ich nicht mehr so viele Bohnen esse. Ja, das wäre, glaube ich, mal nicht schlecht. Ich hätte beinahe gesagt... Warte mal, hatte ich nicht gerade noch ein Power-Up, als ich das letzte Level beendet habe? Ja, herrlich, das ist ja egal. Das kann man ja nicht, braucht man nicht. Hey! Oh mein Gott. Ist das nervig hier. Nee, die Yoshi-Coin ist mir gerade mal ratzig. Moin! Moin! Oh. Also Leute, das ist schon schwierig, was ihr hier zusammen klabüstert habt, ne? Also, ne? Uah. Ich mag's ja nicht. Ich weiß nicht, ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass jemand von euch, der hier daran mitbeteiligt war, sich das gerade anguckt. Und ich find's irgendwie doof bei Mario Hacks, ist aber nur meine persönliche Meinung, dass man immer wieder so langsamer laufen muss, weil ja theoretisch vielleicht irgendwas angeflogen kommen kann. Also das ist schon nicht so cool dann. Warte mal, was ist, wenn ich hier... Hier muss ich rein. Hier ist bestimmt ein Reset. Oder mich ballert jetzt die Kanone nach rechts. Ja, das geht. Ich hätte ja auch theoretisch das Ding machen können, indem ich da einen Spinjump auf die Blume gemacht hätte. Also ich glaube, 2-3 Frames wären da gewesen, die mich da gerettet hätten. Oh geil, jetzt muss ich nochmal hier... Ui. Okay. Hallo. Und was ich ja überhaupt nicht mag, sind so Sachen, die man nicht vorher weiß, aber die dann passieren. Also, wenn man zum Beispiel irgendwo hinspringt und dann ist in dem Frame, in dem Winkel, wo man normalerweise springen würde, also so psychologisch gesehen, schon wieder hier, also ohne Power-Ups, das ist schon dreist. Guck mal, da ist er noch groß und jetzt, das ist schon frech, ne? Warte mal, ich will jetzt nicht so lange hier bleiben. Ich hab noch was zu tun heute! Ja, okay, dann warten wir eben 2 Zyklen ab hier. Und jetzt geht er wieder rauf. Ja! Whoop! Dennoch, Leute, muss ich euch sagen, dass dieser Hack ohne Safe States wahrscheinlich unheimlich schwierig wäre. Wahrscheinlich. Wow! Okay, da ist ein On-Off-Button. Ich probiere einfach mal lustigerweise, was da so passiert, wenn man dagegen schmeißt. Nichts. Ja, okay, vielleicht hat das ja irgendeinen tieferen Sinn, dass ich das gemacht habe, den ich gerade noch nicht sehen kann. Normalerweise sind bei solchen Hoch-Runter-Plattformen ja die Schalter dann dafür da, dass du einmal drauf drückst und dann
Ja, dann geht das wieder nach oben. Also, dass die eigentlich nur in eine Richtung fahren und dann irgendwann aufhören und dann drückst du einen Schalter und dann wird das wieder zurückgekehrt. Oh, das ist eine schöne Idee hier. Also, Leute, das gefällt mir. Auch wenn der Heck meiner Meinung nach ein bisschen leer ist. Was aber nichts Schlimmes ist, weil es dann um die richtigen Sprünge geht. Und die sind ja mindestens genauso wichtig, wie wenn du da einen schönen Hack machst. Okay. Schon eine schöne Stelle hier. Ach, der fährt mit. Oioioi. Das müsste gerade noch so funktionieren. Also theoretisch wäre ich jetzt hier reingegangen, um dieses Extra-Leben zu holen. Aber heute nicht. Heute machen wir das mal so. Weil ich aber cool drauf bin, werde ich... Wie heißt der Level hier? Jetzt habe ich nicht gesehen. Weil ich cool drauf bin gerade, werde ich das nochmal spielen. Okay, dann machen wir das eben klein. Kennen wir ja mittlerweile schon hier. Nein, das war zu früh. Nein, das war zu spät. Was ist denn da gerade passiert? Habt ihr es gesehen? Yay. Ach ja, nochmal was hier, was ich eigentlich schon 100-mal gesagt habe. Falls euch noch lustige Hacks einfallen, die ich mal selber spielen kann, dann immer her damit. Immer her damit. Und zum 100. Mal kam schon die Frage, ob ich mal Master Hands Doomsday spielen werde. Werde ich machen, definitiv. Auch wenn da Toaster Overload ist, aber dafür macht man das ja. Der Toaster war ja nur in dieser einen Phase schlimm. Die anderen Toaster bei Luigi, wie hieß er noch? Island of Mystery. Die anderen Toaster gingen ja. Also der erste war ja eigentlich fast, den habe ich fast gar nicht mitgekriegt. Und, ach so. Jetzt ist es kaputt? Na, das macht man aber nicht. Hast du das gesehen? Hier, geht nicht weiter. Da, ist Ende. Jetzt muss ich das nochmal so machen. Aber man kriegt eine Feder. Oh Mann. Wie komme ich denn mit dieser Kulanz hier klar? Okay. Hau ab! Woo! Scheiße. Hör auf zu schmeißen da! Und jetzt rennt er in seinen Tod. Das ist immer so ein kleiner Moment der Befriedigung für mich. Wenn diese Chucks, nachdem sie einmal getroffen wurden, lustigerweise in ihr eigenes Verderben springen. So, hier. Hier. Okay. Jetzt bis aufpassen! Woohoo! Okay. Haben wir das mal gesehen. In seiner kompletten Größe und Schöne. What goes up von Way? Von Wampe. Wampe! Das ist ein geiler Name, Wampe. Elite Belitsche. Belitsche. Koopa! Ne, Koopa! Hier ist ja nur ein A. Das heißt, hab ich hier schon wieder Mist gebaut. Ich find's aber schön, wenn man so eine Hack-Kollaboration hat, wo jeder einfach mal nur ein Level gedesignt hat. Weil man da auch mal schon merkt, zum Beispiel jetzt wieder, dass die Levels doch aus verschiedenen Händen kommen. Weil jeder ja so einen gewissen eigenen Stil hat, den man auch nicht wirklich kopieren kann. Und wenn, auch wenn man es wollte, nee. Also man kann nicht die Illusion schaffen eines Hacks, der komplett von einem Menschen gemacht wurde, wenn es eigentlich mehrere gewesen sind. Da merkt man das schon. Das hatten wir ja damals bei Mario Gives Up auch gemerkt, dass einige Levels dann hinterher nochmal ein bisschen einfacher wurden, obwohl man eigentlich mitten am Ende war. Und eigentlich hätten die Levels dann nochmal eine Stange schwieriger werden sollen, aber das heißt sie mitten am Ende. Sagen wir mal, wenn Welt 5 einfacher ist als Welt 4, dann hat das was zu heißen. Dann merkt man schon, dass da mehrere Leute dran gearbeitet haben. Okay, da es hier keine Lunar Dragon Challenge ist und man eigentlich nur das Level auf jeden Fall dann zweimal hätte spielen müssen, werde ich diese Münze, diesen Drachen, na Quatsch, diesen Mond nicht nehmen. Meine Fresse, kann ich nicht mal reden. Urchin Dusty Shock, jawoll. Das super Schwimmlevel ist das mit dem Secret Exit. Gib mir ein Herz auf. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft, wenn ich nicht hier den Slowdown gehabt hätte. Aber
Ich fand den ersten Level doch ein bisschen schwieriger als die, die jetzt gekommen sind. Ein bisschen. Aber das ist ja auch nicht für Safe States gemacht. Wow. Ach, wieder sowas. Okay. Warte, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Ne, Quatsch. Yep. Ja, es ist natürlich anders gedacht, aber... Das interessiert mich jetzt nicht! Normalerweise hättest du dann mit den Münzen da so eine Blockreihe machen müssen. Aber so geht's ja auch. Okay. Meine Devise ist immer wieder, wenn ich ein Secret Exit hätte... Also, wenn ich da so sehe, dass das ein roter Knopf ist, dann gehe ich das Level gleich nochmal an. Oh Gott. Das war knapp. Aber trotz alledem, also trotz Wasser und was nicht alles, gefällt mir der Level jetzt hier doch mittlerweile bisher noch am besten. Vielleicht ändert sich das ja nochmal, wenn wir noch ein bisschen mehr hiervon gesehen haben. Oh ja, ja, die drei Jungs hier, ne? Die sind ja schon im normalen Super Mario ziemlich schlimm. Ich weiß nicht, falls ihr mal einen Lunar Dragon Run gesehen habt. Okay, warte. Wie mache ich das jetzt? Ja, das ist schon keine coole Stelle hier. Ich finde, da hättest du so ein Urchin noch dazwischen packen können. So ein Rüdiger. Ein Räudiger. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Up in the sky. Space Taxi. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ihr mein Gamepad so richtig laut hört, während ich hier so rumklicker. Ich habe ja auch übelsten Endstress. Ach, das ist nochmal das gleiche, nur dann eben im Himmel. Ah! Touch fuzzy, get dizzy. Nee. Das war so ein bisschen die... Wow! Erste und einzige Drogenfantasie in meinem Leben. Dieser eine Level bei Yoshi's Island. Ja, auch sowas gibt's. Ich hätte gedacht, der fährt noch einen weiter. Hat er aber nicht. Der hat erstmal ganz schnell kehrt gemacht und mich ein wenig verarscht. Frech sowas. Okay. Da es den 50er eh nicht gibt, werde ich auch nicht versuchen, das zu machen. Gehen wir mal nach rechts. Evergreen Hills von Koopa. Ja, jetzt schon wieder am Dampfen hier. Wenn ich sehe, dass ich wieder klein bin. Auch so. Da ist natürlich kein Herz, hätte ich fast gesagt. Kein Herz drin. Natürlich ist da kein Herz drin. Und das Power-Up ist da wahrscheinlich da unten. Ui. Na, super Schuss. Ein bisschen gefährlich, dass man hier in so einem Level, das scheinbar schon ziemlich auf Rätsel ausgelegt ist, ein Secret Exit finden kann. Oh nein. Leute, nicht cool. Also das ist... Cool? Fragezeichen? Nö. Okay. Ich spring mal einfach hier runter. Vielleicht ist da ja... Ja, guck mal, da ist sogar was. Wupp. Dann gehen wir mal hier lang. Ein Mond! Wie schön. Für den man klein sein muss, um wieder raufzukommen. Oder war da genug Platz für einen super großen Mario, um sich festzuhalten? Okay. Zählen wir mal 0 und 0 zusammen. 0. Und weg mit dir. Dich brauche ich eh nicht mehr. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay. Scheiße. Hier muss ich groß sein. Aber ich nehme den trotzdem mal mit. Damit ich mir ein Power-Up holen kann, dass ich dann fürs nächste Level wieder verlassen darf. Okay. Hallo. Sag mal. Okay, Shell. Ach, hätte ich die Shell noch mitnehmen müssen? Ist hier irgendwo eine Shell? Ja, du hast doch bestimmt eine Shell. Okay, Kumpel. Dann wollen wir mal. Das war der beste Double Grab in ganz Europa.
Yep. In ganz Europa. Okay, ein Double Grab mit einer Shell ist nie so einfach, weil immer sowas passiert, wenn du das nicht Pixel Perfect machst. Ich frag mich überhaupt, ob das überhaupt geht. Den kriegen wir da gar nicht runter, merke ich gerade mal. Scheiß drauf! Was passiert, wenn ich so mache? Soll ich so tun? Nee, nee. Es dauert das so lange. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da unten hinkommt. Von hier? Ja doch, das könnte funktionieren. Machen wir mal so spaßeshalber jetzt hier, pass auf. Wie wäre es, wenn wir diesen P-Switch einfach mal in irgendeine Röhre reintragen? Nee. Das macht alles keinen Sinn! Ich nehme den einfach mal mit. Vielleicht brauche ich den ja später nochmal und dann können wir ein bisschen Backtracking machen. Naja. Und wir haben ja im Prinzip alles, was wir wollen. Das ist, guck mal, es ist einmal ein P-Switch und ich hätte jetzt gesagt, du kannst da drauf springen und den dann wegstampfen, aber da ist ja was drin. Jetzt die Frage. Ist das so intendiert oder habt ihr da was nicht mitgekriegt? Das ist eine gute Frage, ne? Aber man muss ja schon zumindest, wenn es zum Secret Exit gehört, das einmal durchgespielt haben. Weil man ja auch die anderen Levels testen muss. Okay, hier ist schon ein Schlüssel. Whoop. Auch schön. Ach nein. Okay. Was ist hier? Was ist hier denn los? Ein extra Leben erst für den Maddie. Moin. Ich hab dem doch schon mal eine gezwillt. Was ist eigentlich los? Wieso wirft der wieder? Ich komme gerade nicht drauf, wie ich ins Secret Exit kommen soll hier. Geschweige denn, wie ich da unten reinkomme. Das ist auch gut. Ein Pilz. Yay. Pilz ist nie zu verachten. Ein gutes Pilz ist immer gut. So, jetzt ist er tot. Dann werde ich mal gut, glaube ich, meinen P-Switch wiederholen. Und hier rauf. Yay. Ne, also das muss man vorher wissen. Hier, guck mal, ich shuffle den P-Switch hier auf deinem Kopf. Yay, yay. Und rauf. Diese Blume da, die ist unheimlich böse platziert. Vor allen Dingen, wenn man so ein Idiot ist wie ich und den P-Switch noch mitnimmt. Ich gehe jetzt erstmal ohne. Nee. So. Geht doch. Hab ich schon wieder ein extra Leben gekriegt? Wofür das denn? Ich mach doch hier gar nichts, was irgendwie lobenswert, erwähnenswert wäre. Ja, toll. Du bist auch so ein verkappter Ninja hier, ne? Spring rauf! Ja, tolle Wurst. Ach, da kann man einfach... Da kann man einfach drauf springen? Na. Das will jetzt aber mal überhört haben hier, ne? Oder so. Ein extra Leben. Wupp, wupp. Yay. Aber noch, wir müssen den sowieso normal machen. Deswegen, alles Gute, Leute. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.